Wie sortiert man jetzt? Weil diese Welt, die ja dann aufgeht, du hast es gerade schon angesprochen, diese Masse an Lichtern, die uns dann entgegenkommt, welche Fixsterne sind jetzt genau relevant für uns? Wie findet man das raus und wie kommt man auch zu dieser Bedeutung von den Fixsternen? Ja, und jetzt sprichst du quasi meine persönliche astrologische Forschungstätigkeit der letzten Jahrzehnte an, weil genau das ist, was ich auch wissen wollte. Weil wenn man alle Fixsterne ins Horoskop einzeichnen würde, dann wäre alles voll. Gibt es ja so viele. Und es ist so, wie wenn du einen Film von der DVD zusammen auf dem Bildschirm projizieren würdest. Sämtliche Bilder auf einmal ist nur weiß. Da gibt es keine Nuancen mehr. Das heißt, das ist etwas, was für uns Menschen zu viel ist. Wir können nicht irgendwie in menschlicher Hinsicht, wenn wir irgendwann völlig erwacht oder erleuchtet sind, unser Bewusstsein geht zurück in die Einheit oder so, das ist dann was anderes. Aber solange wir hier Menschen sind, als getrennte Individuen, haben wir die Zeit, die wir brauchen, die auch nicht auf einer höheren physikalischen Ebene so wirklich umfassend existiert. Aber wir haben die Zeit, die uns hilft. Und wir haben eben einzelne Kriterien, einzelne Teile dieses Universums, mit denen wir zu tun haben und mit anderen weniger. Und wie gesagt, wenn du in der Stadt wohnst, du hast mit den Nachbarn vielleicht zu tun, dann mit der Bäckerei, dann mit dem E-Werk, weil du da mal anrufst, damit die den Strom einschalten und so. Und so hast du verschiedene Kontakte zu dieser Stadt. Und diese Kontakte sind die Fixsterne. Und dann habe ich natürlich geschaut, und da habe ich natürlich die alte Fixsternastrologie auch studiert. Und ich bin halt drauf gekommen, dass primär so im ersten Schritt der Wiederverbindung mit dem Kosmos, das ist nicht abgeschlossen, sondern das ist der erste Schritt einer wieder wichtigeren Seite, als sie bisher in der Astrologie gesehen wurde, nämlich die Fixsternastrologie, dass es ein erster Schritt ist, zu sehen, wo haben diese Fixsterne Konjunktionen mit Planeten und bei mir auch noch mit den Hauptachsen. Weil als gewisse Winkel, Quadrate, Trigone, die sind sowieso nicht so relevant wie am Tierkreis, weil die Fixsterne teilweise weit weg sind vom Tierkreis. Die Planeten sind ja alle mehr oder weniger im Tierkreis. Da kann man auch von Quadraten und so sinnvollerweise sprechen. Was zum Teil noch Sinn macht, sind die Oppositionen. Da bin ich aber jetzt noch gewissermaßen am Forschen, aber durch die viele Lehrtätigkeit und Arbeit ist das ein bisschen an den Rand gekommen. Bei Corona ein bisschen jetzt gerade wieder aufgenommen worden. Aber so in meinem ersten Buch und womit ich arbeite, relativ erfolgreich, würde ich mal sagen, ist enge Konjunktionen der Fixsterne mit Planeten und Hauptachsen. Und das entspricht schon ungefähr so auch der klassischen Fixsternastrologie. Und die Fixsterne sind dann relevant. Und dann ist aber ein Unterschied, und der kommt jetzt wieder aus meiner persönlichen Geschichte zur klassischen Fixsternastrologie. Das ist erstens die Sprache und zweitens die Zuordnung zu den Planeten in den Färbungen der Fixsterne. Weiß nicht, wer sich mit Fixsternastrologie beschäftigt, da steht dann drin, der und der Stern hat die Färbung von Mars und Venus, der hat die von Jupiter und Saturn und so weiter. Und wenn man dann die Sprache sich so anschaut, das ist eine ungeheuer altmodische Sprache. Also die ist ja verfasst worden, meistens mit Ptolemäus und umgeben vor 2000 Jahren oder noch mehr. Und da die Astrologie sich ja zu Recht erstmal um die Planeten gekümmert hat, die eben in einer bestimmten Umgebung den Tierkreiszeichen stehen und wie kriege ich das ins eigene Leben, wie integriere ich das? Das sind dann die Häuser und die Quadranten, waren die Fixsterne ein bisschen am Rand gestanden. Aber jetzt kommen sie, wie gesagt, zurück, aber ich muss die Sprache ins Moderne übersetzen.